Mein ganzes Leben lang war ich immer vernünftig und da treffe ich eine romantische Entscheidung und bin am Arsch. Redest du von der Arbeit oder von Gabriel? Paris. Oh! Sei jetzt ganz ehrlich, bist du in meinem Team oder nicht? Ich hatte mich schon gefragt, ob Sie sich uns überhaupt noch anschließen. Natürlich schließe ich mich Ihnen an. Ich bin total in diesem Team, wie auch immer diese Firma jetzt heißt. Wissen die zwei, dass du gerade zwei Jobs machst? Natürlich nicht. Sylvie will dich in ihrem Büro sprechen, und zwar sofort. Ist sie sehr wütend? Alles Gute dir. Wer kann das hier übersetzen? Sich nicht zu entscheiden ist auch eine Entscheidung? Auch sich nicht zu entscheiden hat Konsequenzen und ist eine Entscheidung. Und wie erkennen wir die richtige Entscheidung? Das ist die allerschwierigste Entscheidung, die ich je treffen musste. Also Cooper, ich will wissen, wo du gerade stehst. Du hast mein Leben verändert. Es geht nicht um entweder oder, wir sind doch nicht hier, um nur eine Person zu lieben. Immer reden wir von unserer Work-Life-Balance, aber ich interessiere mich gerade nur fürs Leben. Woo! Yeah! Du weißt genau, dass ich es liebe, wenn du so anfängst. Freut euch über das, was ihr da gerade habt. Sehen wir, was die Karre kann. Ich bin wirklich nervös, weil ich bin so nervös. Ist alles okay? Nur ein kleines Déjà-vu mit etwas Existenzangst. Es ist so amerikanisch. Vielleicht lohnt sich dafür der Druck nicht. Doch, natürlich. Das ist mein Traum. Danke für deine Freundschaft. Die mir so viel Freude macht. Ist mir so rausgerutscht. In dir steckt ja eine Dichterin. Ab und zu.